und Schwestern! Ich möchte euch recht herzlich zu unserem heutigen Treffen begrüßen. Und ich darf euch mitteilen, dass wir heute in unserem Kreise unseren Herrn Bürgermeister Udex begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Herr Udex! Ja! Freunde, es ist ja wohl ganz klar. Es kann hier heute nur ein Thema geben und das ist Arminia! Arminia in der dritten Liga, das kann doch nicht wahr sein! Herr Udex! Dritte Liga! Eine Stadt in Ostwestfalen von dieser Kraft, von dieser Stärke in der ersten Liga. Wir gehören in die erste Liga. Herr Udex, und das ist doch bewusst, das muss Ihnen alles bewusst sein. Asta Sheran hat diesen Verein in den Ruin getrieben. Das will doch keiner sehen. Herr Udex, das will doch keiner sehen. Wir reden heute nicht über Fußball. Das ist nicht auf der Tagesordnung. Bitte setz dich hin. So, wir fahren fort. Sehr gut, liebe Leitung, Bruder. Der erste Punkt unserer Tagesordnung betrifft die Revision der Bemessungsgrundlage der Bielefelder Bezirke. Bezirke? Das ist doch vollkommen klar. Wir haben einzelne Bezirke. Wollen Sie die Arminia in der Bezirksliga sehen? Kein Mensch will die Arminia in der Bezirksliga sehen! Oder ist das so? Ist doch so! Das kann doch nicht! Also eine anstrengende Sache heute. Wie Sie alle wissen, gab es im letzten Quartal deutliche Einbußen in den Zahlungen. Außer in einem. Aber Asta Sheran hat sehr viele Sachen falsch investiert. Gibt es Lösungen für den Vorschlag, dass wir immer noch unter unserem Einkommen sind? Nein! Nein! Bleck! Check! Im Moment ist die Luft, glaube ich, rein, check! Check, ihr könnt gehen! Check! Hier ist die Luft auch rein, check! Alles gut! Ihr könnt kommen, check! One stone! Check! Ihr könnt los! Check! Vichy! Erhöhtes Funkaufkommen rund ums Heinehaus! Over! Problem besteht also weiterhin. So sieht es aus. Müller und Schwestern, ich höre gerade, dass Professor Dr. Wonstone. Ich höre nichts. Professor Dr. Wonstone ist im Eingangsbereich. Möchten wir ihn reinbitten? Ja, aber bitte! Das ist ein Arminia-Fan! Komm rein! Sie gehen bitte wieder nach Hause. Ich bitte Sie. Herr Professor, herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich einmal der Reihe nach vor. Wanstone. Dollius. Wanstone. Oberkommissar Berger. Wir kennen uns ja bereits. Roberto Mafios. Udi! Teutoburger Pfalz! Ja, keiner erobert den Teutoburger Pfalz! So, da wir jetzt wieder Ruhe haben, können wir in der Tagesordnung vorfahren und unter Top 2 finde ich da die Vorstellung der Untersuchungsergebnisse des Drachen. Herr Professor Wonson, Sie können uns sicherlich erklären, was dieser Drache ist. Entschuldigung, also der Drache ist natürlich in seiner Eigentlichkeit überhaupt kein Drache im märchenhaften Sinne, sondern ein Artefakt, das aus dem antiken Atlantis. Atlantis!
Kommen Sie wieder mit Ihren fadenscheinigen Theorien um die Ecke! Zugegeben ist diese Lehrmeinung natürlich etwas umstritten, aber mein wissenschaftliches Ethos gebietet es natürlich, jedem Hinweis nachzugehen. Das ist ja klar. Aber warum ist das denn für Bielefeld jetzt bitte so wichtig? Ja, soll was vielleicht im kleinsten Museum der Welt ausstellen, mit nur einem Ausstellungsstück? Oh, der Floch. Ja, also Frau Butterbaum, oder wie auch immer, der Drache ist natürlich ausgesprochen wichtig und es sind wahrscheinlich Landesmittel vonnöten, um ihn anzuwenden. Landesmittel? Verhöre ich mich? Es liegt nicht an den kleinen Universitätsgeldern, die Sie bekommen, sondern an Ihrer völlig fatalen Lehre. Ihre Forschung ist für die Katz. Immer mit der Ja, aber ich habe doch schon einiges Wissenswertes über den Drachen herausgefunden. Und ich sage es noch einmal, wir brauchen Landesmittel, um ihn angemessen zu bewachen. Bundesmittel, womöglich sogar Bundesmittel, jawohl! Bundesliga! Bundesliga! So ein Unsinn. Als Direktor der Universität weiß ich, wovon Sie sprechen. Ihre Lehren sind für Hinterwäldler bestimmt. Gut, Sie haben uns ja gesagt, Sie haben vieles herausgefunden über den Drachen. Bisher haben Sie uns aber noch nicht so viel erzählt. Vielleicht möchten Sie dann fortfahren. Naja, vor allem, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, den Drachen zu darauf zu achten, dass der Drache nicht abhanden kommt, beziehungsweise möglicherweise entwendet wird. Aber aus welchem Grund denn? Weil unser guter Professor Emmett Wormstone Ihnen leider nicht die komplette Wahrheit über den Drachen erzählt hat. Hey, hey! Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Richtig! Moment! Er trägt den Orden der Sekurität von Sion. Das ist doch egal, er ist ein Überverbrecher! Nein! Hier gelten die Gesetze der GWW. So, fahren Sie bitte fort, junger Mann. Verzeihen Sie meine Unverschämtheit, ich hatte mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Somobishi. Ich bin die ehemalige rechte Hand Ihres ehemaligen Vorsitzenden Ashtar Shahans gewesen. Die rechte Hand des Teufels! Und ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Sie zu warnen vor diesem Mann. Er ist ein Lügner und Betrüger. Ja. Was? Endlich sagt's mal jemand. Das ist mir ja noch nie passiert. Sie haben völlig recht, Herr Wormstone. Der Drache ist von hohem, unschätzbarem historischen Wert. Was er aber verschwiegen hat, ist seine wahre Funktion. Denn bei diesem Artefakt handelt es sich um nichts Geringeres als um einen Materietransformator. Was? Also sowas, das kann ja jeder erzählen, das ist ja. Also selbst wenn ich das jetzt hier präsentiert hätte, hätte mir das doch niemand geglaubt. Das ist Herr Professor, ich muss doch bitte. Trotzdem hat er nicht ganz unrecht. Wir möchten Sie bitten, Herr Somobishi, dass Sie Ihre Thesen untermalen. Überhaupt kein Problem. Sehr gerne möchte ich meine Argumente mit einem kleinen Beweis verifizieren. Hier und jetzt, auf der Stelle, ein Experiment. No! Das könnt ihr doch nicht zulassen! Kollege! Nein!
Lieber Bruder Heckel, bitte erinnern Sie mich bei Zeiten daran, auf die nächste Tagesordnung die Absetzung von Herrn Hudex zu setzen. Auf jeden Fall, mein Lieber, auf jeden Fall. Herr Bischi, wir sind gespannt. Fahren Sie bitte fort. Ja, jetzt, wo die Störenfriede und Betrüger den Raum verlassen haben, haben wir endlich genügend Ruhe, um unser Experiment durchzuführen. Dafür brauche ich zwei Freiwillige. Freiwillige? Okay, Sie beide. Bitte treten Sie links und rechts neben den Tisch. Wenn ich bitten darf, ich müsste einmal in Ihre Mitte. Keine Sorge. So. Ich habe ja bereits eben gesagt, dass es sich bei diesem Artefakt um einen Materietransformator handelt. Also wollen wir doch mal etwas Materie transformieren. Wie zum Beispiel diese Pflanze. Wir transformieren die Materie, Pflanze, in etwas Sinnvolles, wie zum Beispiel eine Waffe. Was wäre denn eine gute Waffe? Vielleicht eine Atombombe. Gerne. Möchten Sie wirklich eine Atombombe auf dem Tisch? Nein, das ist zu groß. Also gut, machen wir erstmal ein Schwert. Ja, ein Schwert. Wir werden jetzt mit Hilfe des Drachens aus dieser Pflanze ein Schwert machen. Hierzu müssen Sie beide den Drachen berühren, denn er funktioniert nur, wenn zwei Menschen richtig anfassen. Wenn zwei Menschen an dasselbe denken, und zwar an das, was aus dem ersten Materieobjekt werden soll, nämlich das Schwert. Konzentrieren Sie sich, sodass der Drache Ihre Gedanken verknüpfen kann. Schwenken Sie den Drachen hoch und runter, denken Sie an das Schwert und zählen Sie bis drei. Eins, zwei, drei! Das ist sensationell! Das ist ja...